Hi Leute, Weihnachten steht ja jetzt sozusagen schon vor der Tür und ja, da darf ein schöner Festbraten natürlich nicht fehlen. Letztes Jahr habe ich einen Tofu-Hackbraten gemacht und dieses Jahr dachte ich, mache ich mal einen mit Glutenpulver, also einen Seitan-Gemüsebraten. Okay, los geht's. So, zuallererst braucht ihr mal eine Zwiebel, das sind jetzt 150 Gramm, also wenn ihr kleinere habt, dann nehmt halt zwei. Die könnt ihr erstmal halbieren, vierteln. Und dann in schmale Streifen schneiden. Dann braucht ihr eine flache Pfanne und 4 Esslöffel Olivenöl. Das könnt ihr schon mal reingeben. Und sobald das Öl heiß ist, könnt ihr die Zwiebeln reingeben. Und die dann, so gut es geht, schön braun anrösten. So, nach 5 Minuten auf hoher Stufe sollten die schon ziemlich gut aussehen. Man könnte es natürlich noch ein bisschen länger drin lassen, wenn ihr möchtet. Aber ich werde die jetzt, glaube ich, rausnehmen und dann einfach in eine extra Schüssel geben. Da könnt ihr dann erstmal abkühlen. Dann braucht ihr insgesamt 300 Gramm Gemüse. Wie ihr das zusammenstellt, ist im Grunde euch überlassen. Ich habe jetzt hier jeweils 150 Gramm Möhren und Kohlrabi. Ihr könnt zum Beispiel auch nur Möhren verwenden. Oder rote Beete zum Beispiel. Ihr könnt auch zum Beispiel 300 Gramm Kartoffeln einfach nur nehmen. Also da könnt ihr auch ein bisschen rumprobieren, was euch am besten schmeckt. Und das Gemüse nehme ich jetzt und raspel das mit so einer groben Reibe. Dann braucht ihr 180 Gramm Seitanpulver. Gebt schon mal in eine große Schüssel. Und 3 Esslöffel Lupinenmehl. Das könnt ihr am besten durchsieben. Da das immer sehr leicht verklumpt, könnt ihr auch beide schon mal vermischen. Dann habe ich hier noch 2 Esslöffel Semmelmehl, die können auch dazu. Einen halben bis einen Esslöffel Salz. 1 bis 2 Teelöffel Rosmarin. Und 1 bis 2 Teelöffel Paprika. Das Ganze könnt ihr dann nochmal verrühren. Bei den Gewürzen könnt ihr übrigens auch ein bisschen variieren. Da könnt ihr zum Beispiel statt dem Salz Gemüsebrühenpulver nehmen. Und statt Rosmarin andere Kräuter wie zum Beispiel Thymian, Oregano, Majoran oder was ihr sonst gerne in eurem Braten haben möchtet. Es ist übrigens auch wichtig, dass ihr die trockenen Zutaten, so wie jetzt, alle zuerst gut vermischt. Denn das ist später, wenn die feuchten Zutaten und besonders nachher das Wasser drin ist, ziemlich schwierig bzw. fast unmöglich. Dann gebe ich jetzt die Möhren und den Kohlrabi rein. Außerdem die gerösteten Zwiebeln, die sind bis jetzt auch schon ein bisschen abgekühlt. So, und alles schön vermischen. Das Seitanpulver sollte sich jetzt ziemlich gleichmäßig verteilt haben. Dann kommt jetzt die Flüssigkeit, das sind nochmal 2 Esslöffel Olivenöl. Außerdem 200 ml Wasser. Und jetzt könnt ihr mit den Händen einen schönen Teig kneten. Dann braucht ihr eine Auflaufform, deren Boden ihr schon mit einem Esslöffel Olivenöl ausgestrichen habt. Und euren Seitan könnt ihr dann zu einem schönen Laib formen und den einfach in die Form setzen. Und der wird jetzt mit Deckel bei 180 Grad gebacken. Wenn ihr keine Auflaufform mit Deckel habt, dann geht es natürlich auch ohne. Dann solltet ihr die Temperatur auf jeden Fall aber verringern. Vielleicht auf 160 oder so ähnlich. Und dann müsst ihr auf jeden Fall auch öfter gucken, dass da oben nichts anbrennt. In dem Fall könntet ihr auch ein bisschen Gemüsebrühe reingeben und öfter einfach mal über den Braten schöpfen. Ich mache es jetzt aber ganz einfach mit Deckel. So, und rein. So, das war jetzt eine Stunde. Schauen wir mal. Ihr könnt ihn jetzt, wenn ihr wollt, noch mal so 5 bis 10 Minuten ohne Deckel backen, damit er noch ein bisschen Farbe bekommt. Aber ja, für mich reicht er jetzt schon so.
So, ich werde den Braten jetzt mal anschneiden. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig zum Schneiden, weil er halt noch so warm und weich ist. Am besten ist, wenn ihr das für eine Feier macht, dann backt ihn vorher, lasst ihn abkühlen, schneidet ihn dann in Scheiben und wärmt ihn dann nochmal auf. Dann habt ihr auf jeden Fall währenddessen am wenigsten Stress. Ich habe mir jetzt hier übrigens meine braune Bratensoße und ein paar Salzkartoffeln dazu gemacht. Und ihr könnt natürlich zu Hause alles zu dem Braten essen, was ihr möchtet. Also Rotkohl zum Beispiel, jedes Gemüse oder zum Beispiel als Beilage auch die weißen Gemüseklöße. So, mal kosten. Mmh, wirklich lecker. Ja, wirklich oberlecker und richtig schön saftig im Inneren noch, durch das ganze Gemüse auch. Ich mag so einen selbstgemachten Braten auch viel lieber als einen gekauften, denn erstmal ist frisches Gemüse drin, dann könnt ihr die Würze selber bestimmen, also wie stark ihr es würzt und auch welche Gewürze ihr verwendet. Und die gekauften, zumindest die, die ich mal probiert habe, sind ja manchmal auch ein bisschen trocken. Oftmals finde ich zumindest auch sehr überwürzt und die meisten veganen Braten haben auch meist eine ellenlange Zutatenliste. Ja, muss nicht alles ungesund sein, was da drin ist, aber ich finde immer noch so selbstgemacht, wenn man auch selber weiß, was drin ist, ja, ist immer noch am besten. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffe, dass ihr mit dem Braten eure Gäste wirklich glücklich machen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bye.